Hallo, hallo. Habe so einen kleinen Einkauf vom Action und ich möchte mal zeigen, was ich so gekauft habe. Es sind neue Sachen aus der Bastelabteilung. Hier Stencil Sets. Ich habe nur drei gefunden. Hier mit hellblau, das ist so ein Mintgrün und rosa. Ja, 69 Cent, so ein Pack, 69 Cent, ne, so ein Pack. Ich würde sagen, ob da noch ein vierter war. Aber ja, gab es nicht. Habe nur die drei gesehen. So, habe da schon angefangen auszupacken. Und wollte mal noch zeigen. Ja, die wurden schon gezeigt. Und deswegen werde ich so. Ach, guck, ist echt eine stabile Folie. Ja, so eine kräftige Laserschablone, so würde ich sagen, richtig so. Hat eine, ja, stabile Form. Oder weil es Buchstaben sind. Ich schaue mal die nächste. Ja, doch. Die hat so eine Stabilität. Das ist gut. Gefällt mir. Ja, die ist schön, ne? Wow. Da kann man sich echt was vorstellen. Wow. Die gefällt mir sehr. Super. Wunderschön, ne? Und ist eine, echt eine große, ne? Kann man richtig flächig da was Schönes machen. Ja, so ähnliches hat man ja schon gehabt. Aber auch schön, ne? Und ja, so gelaserte Schablonen, ja, doch, die sind sehr stabil. Hoffe ich bei der Verarbeitung dann. Die ist auch schön, ne? Wow. Ah ja, da sind ein paar Stellen. Muss man auch das austrennen. Aber ja, guck mal, wow, ne? So ein Netz und echt. Da kann man so ein richtig so ein Regenbogen Flowers, ne, so gestalten. Echt schön, sehr schön. So, ah ja, das war's dann. Das ist das erste Set mit dem Alphabet. Schablone. So, einmal. So, das nächste ist das. Ach ja, auf der Rückseite, ne, steht sie auch dann. So, das. Dann ist so einer. Und da sind die dann drinnen. Ne? So, mach ich mir auch auf. Ja, noch schön, ne? Ah ja, schon. Ja, doch. Die Qualität, Stabilität ist echt super. So, das nächste. Ah, da kommen jetzt Mandalas. Mandalas kann man auch echt gut dann mit denen arbeiten. Und auch diese runde Form, ne? Guck mal, das ist echt. Kann man da auch was noch paar Ideen neue da mit auch noch ausarbeiten, ne? So ein großer Kreis, ne? Die ist auch die Fläche, ne? Ist richtig außen abgedeckt. Da könnte man auch solche den Rand, wo sich so ein bisschen wischen oder so, auch schön. Auch. Oh ja, das ist auch so schön. Guck mal. Ja, toll. Man kann ja die Hälfte nehmen, ne? Oder zueinander, dass sie schauen, so gucken, ne? Sich einander anschauen. Ein paar Dreiecke oder so ein Viertel. Echt.
Interessant. Teile davon, ne? Wow, guck mal. Ich würde sagen, Giraffen, ne? Auch schön, da kann man ja einen Teil, ne, machen. Echt tupfen oder. Sehr schön, aber groß, ne? So, das war das. Und dann das dritte auch dann hier auch so Mandalas eben. Ja, bin kein Fan von Mandalas, aber Stencils, da ist es ja schon, hat man mehr Möglichkeiten, ne? Ja, da kann man auch so teilweise Stücke, ein Viertel oder eine Hälfte, ne? Auch so. Schön. Das nächste. Ja. Und die kann man ja auch prägen, ne? Durch die Prägemaschine, durch Wagen und geht auch, ne? Wow, die ist echt so schön. Wow. Allein das dann, oder nur die, das Innenteil kann man, oder nur den Rand. Auch hier, guck mal, so eine Borte. Echt viel Potenzial. Ja, auch die sehr fein, filigrane. Hübsch. Lauter so Blatt. Schön. Und die letzte noch. Ja. Gut. Ja, mal schauen, ob ich noch die vierte bekomme, ob es die überhaupt auch die vierte gibt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, ne, drei. Gab es ja immer mal vier oder sechs. So, dann habe ich auch diese Hefte bekommen. In der Kinderbastelabteilung gab es die, ne? Das sind vier Varianten. Ja, ist 1,95, ne, kostet das. Bei uns stand der Preis, das war so ein Preisschild, dachte ich, ne, ist falsch, 79 Cent, dachte ich, das wäre ja ein Geschenk, ne. Aber ne, 1,95, ja, und die haben ja diese Stencils hier. Und das möchte ich mal. Raustrennen die Teile, ne? Dass ich da auch die Inti und Auti, ne, wie die heißen so in Englisch, nicht verliere, sondern dass ich die dann habe. Ja, als ob man mich gehört hat. Ich meinte auch, oh, solche Schablonen soll man mit den Innenteilen auch mitgeben, die Innenteile soll man auch mitgeben, ne? Weil man braucht sie ja, wenn man das gestalten will, wenn dann deckt man das Innen, ja, selbst das Teil ab und drumherum kann man ne, die Fläche dann gestalten. Und so, da muss man extra sich eine Maske dann erstmal ausschneiden so, und diesmal dachte ich, das ist doch wow, super, danke, danke, ne, echt, da war ich echt voll begeistert, ne? Dass das mal so kommt, ne, weil es ist so für ein Maskenset, ne, dann hat man beide Seiten, nicht nur Schablone zum Wischen oder sozusagen, sondern man hat auch die Innenelemente, kann man dann eventuell vielleicht festhalten und machen oder mit dem Sprühkleber darunter oder auch so ein Fotokleber, der abgeht, ne? Den könnte man, ich glaube, das ist dieser Tombow, ne? Den kann man ja aufbringen, wie heißt es?
trocknen lassen und dann ist er, kann man den wieder abmachen. So, wie Fotokleber funktioniert er. Habe ich so gehört. So, guck mal, da habe ich eine Schablone sozusagen. Ich werde sie da drin erstmal lassen und will ich dann zeigen, was es dann gibt. Ne? So sieht man sehr schlecht, wenn es alles drin ist. Das ist die eine. Und dann werde ich auch die zweite noch. Da habe ich noch ein Tütchen. Und, wow, in dem Set, ne? Guck mal. Kussmund und eine Schleife, eine Sprechblase. Wow. Mal schauen, was da noch kommt. Ach, guck mal, so ein Zweig oder wie heißt das? So ein Blatt, ne? Dann hier Lippenstift. Und dann hebe ich alles auf und dann hat man diese Filigrane. Manchmal da, das kann man nicht gar nicht so ausschneiden, richtig, weil es so zu fein filigran ist, ne? Ein Pfeil, ne? Dann, was ist High Heels? Genau. So. Dann hier noch die, ach guck, Cupcake. Und dann diese Monstera-Blatt, ne? Noch, hier sind auch noch eine Oktagon, eine Blume, ne? Und dann kann man das alles wieder rein. Muss man ja klar gucken, dass es passt. Richtig, und dann außen und innen gestalten, ne? Das ist doch, ja, die Teile, da muss man dann gucken, klar, dass man die auch richtig rein macht. Aber kann man ja auch Blumen dann gestalten, ne? Die Blätter drumherum, das um die Blüte herum, weil so hat man es dann immer, auch einen Stern, hier ein Blitz. Ja, weil wegen der Kleidung dachte ich, naja, so interessant würde ich nicht meinen, ne? Aber man hat ja auch sonst noch Elemente, die man auch dann nutzen kann. Und ich habe mir da überlegt, dachte, da kommen solche. Vielleicht kommen mal auch Stempel-Schablonen mit Püppchen sozusagen. Kann man ja dann kombinieren. Ne? So, und guck mal jetzt, was ich da in dem Set jetzt habe. Sozusagen das. Und jetzt auch noch das. Ne? So kann man die alle sehen. Und dann werde ich sie dann hier einfach einkleben. So, ich glaube vorne, ne? Vorne. Da. Dass man die, wie kann ich? Da. Das geht auch hier, glaube ich. Hauptsache, dass man die dann hier rausnehmen kann von oben. Das ist bleibt. So. Eine da und die andere dann drunter. Ja, ich habe solche diese Tütchen genommen von diese Großkarten Tütchen. So, genau, das muss ich auch noch, dass die nicht rausfallen. Und dann noch das eine. Und auch dann hin.
So, dann so, und dann hat man hier alles richtig. Jedes Einstichfach kann man reingreifen, ne? Und das auch dann so. Dachte ich, mach mal so, und dann habe ich die Elemente, wenn ich was brauche, ne? Dass die nicht verloren gehen. Und dann so. So, dann blätter ich mal durch. Endlich mal, ne? Was für Papiere es da drin sind. Okay. Sehr schön, ne? Hübsch. So. Achso, je drei Blatt vom Muster. Hier ist auch holographisch, ne? Guck mal. Das kann man sehen hier. Richtig glänzendes. Nur das Pink, glaube ich. Auch drei Blatt. Auch die Rückseite, ne? Da sieht man das Papier, diese Prägen sogar drin. Ne? So, das ist ganz holographisch. Ist nicht dick. Es ist so 300, glaube ich. Oder 180. Oder steht es irgendwo? Habe ich da gar nicht geguckt. Muss ich mal schauen. Das glitzert nicht oder irgendwie. Das noch, ne? Auch drei und sowas. Ah ja, das war's. Und die zwei Schablonen, ne? So, das nächste. Dann. So, habe jetzt eine Schablone mal freigebekommen, ne? Alles ausgezupft und hier dann schön reingepackt, ne, in die Tüte. So, dann mach das zweite noch. Genau, so, jetzt habe ich das zweite noch frei, alles rausgeholt. Ist auch viel Kleidung. Diesmal, ne, da ist weniger klar von dem anderen allem Zeug, aber doch, einiges kann man da auch noch nutzen, ne? Wenn man mal was gestaltet. So kann es sein. Ja. Spurensicherung. Da kann man so Spuren noch. Ja, das ist das. Und dann zeige ich mal die Papiere noch. So, ne? Auch schön. Auch mit dem glänzenden Effekt. Ja, finde ich echt schön. So, hier drei Wege gehabt schon. Oder ich zeige es mal so, ist es vielleicht besser zu sehen. Ne? Das ist auch schon glänzendes. Spiegelpunkt 3. Ja. 1, 2, ja, alles gut. 3. Da, glaube ich, ja. In der Mitte, nee, da glänzt nichts. So. Aber auch schön, ne? Das auch noch. Und diese noch, ne? Und dann hat man die Schablonen. Schön. So, dieses. Ich werde es mal hier drunter legen, dass ein bisschen höher alles liegt, ne? Besser. So, dann ist das nächste Heft. Ah ne, warte mal, ich muss ja die noch reinkleben, ne? Sonst, dass ich die nicht verliere. Die kommen auch da rein. Zwei Tütchen. Und du noch.
ein bisschen versetzt drüber, dass ich das dann so noch, ja, und dann habe ich wieder hier, kann ich dann reingreifen und rausholen. Ja, habe ich das. War ich jetzt die zwei. So, jetzt ist dieses Heftchen. Und da sehe ich, sind auch auf der zweiten Schablone sind viele, ne? Auch Stencils. Nicht Kleidung, sondern echt schön. Eine Wolke, auch ein Herz. So, ich trenne mal raus. Ja, und da habe ich eben diese Tütchen, was wir da für die Karten kaufen, ne? Bei Action City. Und dafür kann ich die jetzt da alle Teile rein stecken, ne? Wow, Doppelherz, hey! Ja, manches muss man da echt vorsichtig damit umgehen, ne? Dass man es nicht kaputt macht oder noch eine andere Brille, ne? Einen schönen Stern. Ach, guck mal. Ja. Hier, danke, die Wolke, ne? Das Herz. Das, ah ja. Ein Fähnchen. So. Ja, das Geschenkpaket, ne? Das wird ja Teilchen, dann muss man die eben Stück für Stück dann. Aber ja, kann man dann verschiedene, die Schleife so gestalten und dann die Kästchen dann anders, ne? Oder jedes Kästchen anders abdecken. Ist ja auch eine gute Option dann, ne? So, das dann. Was habe ich noch? Ach ja, Eis. Ja, es könnte eine Wolke, es könnte eine Blume sein. Wie man es mag. Hier, was ist das? Ach, guck mal. Ja. Das noch. Blatt, ne? Da. Ach, guck. So keine Krone. Das ist alles. Alles kommt ins Tütchen rein. Ja, da hat man ja so viele Schablonen. Guck mal. Inti und Outi, ne? Super. Da. So, zeig ich mal. Ja. Super. Und die Größe, guck mal, da kann man mit einem Element schon was fertig bekommen, ne? Ja, mit der Kleidung, aber ich wollte mal, ich werde mal schauen, ob ich da noch von den Stempelschablonen, ich habe ja auch welche, die mit Mädels, ne? Diese Stadt Thema, ne? Verschiedene Städte, Paris und so weiter, ne? Da kann man ja auch, vielleicht passt das mit der Kleidung, könnte man. Oder auch extra solche Stempel sich dann holen, ne? Dass man da auch was setzen kann. Oder Sticker. Ich guck mal, ob wir auch Sticker noch, gibt es ja auch noch sowas. Mal schauen. Aber ist auch. Sogar eventuell für eine Grußkarte oder nee, eine Gutscheinkarte zum Shoppen eben, ne? Kann man ja auch dann gestalten mit für eine Dame oder für ein Mädchen oder für den Herr. Da gibt es, glaube ich, auch die Richtung was. Ja, und das ist das zweite Teil dann eben. Aber das ist
Echt cool, ne? So, und dann kommen die Papiere. Ach ja. Ja, das scheint, als ob es, ja, aber nee, das ist Silber. Und ja, das, diese Silberseite. So sieht das Papier aus, aber ne, verläuft, macht so einen Schimmer. Aber normal sieht es nur Silber aus. Ist nur von dem, wenn das Licht fällt. Aber das, die Seite, das ist die Farbe. Ne? Ist nicht so wirklich holographisch, wie es scheint. Nee. Ja, genau, diese. So. Naja, okay. Ja, da ist auch mit Spiegel oder holographisches glänzendes. Da ist auch grün Spiegel Effekt, ne? Ja. Also hier hat man drei Blatt hier. Ja, das ist auch schön. Schwarz-weiß und Herzchen, ne? Auch schöne Farben. Und die Erdbeeren noch. Ja. Eben drei Blatt. Und dann kommen wieder die Tütchen hier rein. Na, jetzt mal suche ich, wo das abgemacht wird. So. Nicht falsch aufkleben, sonst kommt man nicht dran. So, und dann hier reingreifen und du auch noch. Ja, ich glaube, so kann ich damit auch dann schneller was gestalten, ne, wenn es schon fertig herausgetrennt ist. So, die Seite, ja. Und dann du noch. Hängen sich fest. Ja, dann habe ich auch die Teile und das dann. Ja, das noch. Ja, sorry, es ist ja ewig jetzt. So, dann noch das. Ich dachte, ich schalte weg, aber dann egal. Ich nehme euch mit. Man kann ja vorspulen, ne? Ach, guck mal, sogar das. Ah, da ist auch noch so ein Kreis. Guck mal. Hey, das sind ja mehrere Elemente bei der Sonne sogar. Guck mal. Oder ist das Sonnenblume? Eine Sonnenblume. Und auch als Sonne, ne? Hat sie drei Elemente in sich. Echt. So, das. Nichts kaputt reißen. Möchte ich mal vorsichtig kirschen. Super, ne? Da. Ach, guck, sogar ein Kamm. Oh, Leute, der Schirm, das ist ja. Wow. Damit kann man ja echt was Schönes machen, ne? So, da ist eine Schleife. Waffensprüher. Ach, sogar Schmetterling. Ah, guck mal, na ja, die Teile sind einzeln, ne? Da muss man dann stückeln oder ja, nichts verlieren. Sogar, guck mal, das Teil ist einzeln, ne? Da kann man ja so abdecken und dann verschiedene Farben dann kombinieren, ne? Werde ich dann mal gucken, wann ich mich da mal dran mache und mal was damit gestalte. Habe ich echt Lust, das auszuprobieren, ne? Ach ne,
Einkaufstasche. Das ist eine Sprechblase oder auch wie eine Wolke oder auch wie so ein Strauch. Kann man ja noch eine Diamanten. Ach, guck, das ist vorsichtig ein bisschen mal. Dahinter ist. Na doch, es tut sich doch alles. Ja, so ein Abendkleid, ne, und so weiter. Ja, wäre auch noch. Na, guck mal, woher ist denn das Herz? Oder von was ist das? Da habe ich sogar noch was vergessen. Ein Blatt. Ach nee, das ist nicht her. Das ist da von dem Schmetterling, ne? Ach, siehst du? Hier ist was verloren gegangen. So. Ja. Und so langsam lüfte ich alle versteckte Schablonen. Aha, guck mal, auch das, ne? Super, die eine. Und das zweite, ja, ist nur Kleidung, klar. Aber auch. Auch okay. So. Ja, weiß nicht, ob die gleiche Formen sind. Wie auf den. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich verschiedene so. Modelle, ne? Werden da dargestellt. Ich sage farblich gut, dass die das farblich unterschiedlich gemacht haben, doch, dass man die unterscheiden kann, ne? Wo was wohin gehört. Das muss ja auch hinein perfekt passen, ne? Dass die Linien nicht drüber oder leere weiße Stellen dann bleiben, wenn es nicht reinpasst, wenn man da erwischt oder mit den Pinseln, ne, da arbeitet oder diese, wie heißen die denn? Tools, wie heißen die denn diese Tools? Die gibt es jetzt ja auch wieder bei Action. Oh, ich komme gut mit den Bürsten zurecht, dann reicht es mir, ne? Ja, und das ist eben dann noch dieses. Ja. Und diese, ne? Guck mal. Toll, ne? Super. Und auch innen und außen, ne? Das ist schön. Kann man dann so. Und dann das Papier noch. Das ist ja auch dann. Oh, das ist echt edel, ne? Sehr schön. Auch so ein Glanz. Naja, das ist ja richtig. Okay. Intensiv, richtig so. Wow. Ja. Ich sage mir Weihnachten dann, ne? Oder Sterne. Star. Ja, guck mal, wieder. So ein Print. Das hier. Bananen. Okay, so. Und dann die Schablonen. Und dann kommen auch diese Tütchen noch auf den Platz. Oh, das hängt. So, das dann. So, will ich mal auch noch anbringen. Das nicht rausfällt. Und hier du noch. Das ist, welche ist das? So. Naja. Sorry, so ein langes Video. Wer es durchgehalten hat.
Vielen Dank. Aber ja, ich habe auch Verständnis für, wenn es so langweilig ist. Ja, klar. Deswegen. Aber Hauptsache, ich habe sie alle jetzt da. Nicht verloren gehen. Und dann, ja. Genau, so. Das war dann diese vier Fashion Paper Pads Holographic, steht sogar drauf. Ja, von Krafts Universe. Ja, und dann eben diese Stencils. Ja, okay, dann komm her. Bin ich fertig? Okay, und dann danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße an alle und ja, bis demnächst. Tschüssi.